Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ja, ich wollte euch mal wieder ein bisschen mitnehmen beim Diamond Painting von dem Goyes-Mädchen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon die Hälfte geschafft. Bin jetzt hier beim vorletzten Streifen. Ja, und dann ist es auf jeden Fall fertig, dieses wunderschöne Frühlings- oder Sommerbild. Ja, genau richtig fertig geworden. Wie ihr sehen könnt, arbeite ich hier mit diesem Vierer-Tool. Das mache ich eigentlich bei den kleinen Bildern sehr gerne, dass ich mir dann vorab aussuche, welche Nummern ich mir nehmen möchte und bereite mir dann direkt vier Schälchen vor. Es klappt eigentlich auch ganz gut. Finde, es ist auch so ein bisschen so eine Zeitersparnis und ja, kann da so ein bisschen was machen. Und da habe ich gedacht, dann kann ich euch ja auch direkt mitnehmen. Doch hier meinen geliebten Dreifachaufsetzer. Ich mag den total gern, den hier aus Metall. Ein Dreifachaufsetzer sowieso. Das ist so mein Liebling von den ganzen Mehrfachsetzern. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr auch gerne mit dem Dreifachsetzer paintet oder wie ihr das generell macht. Es gibt ja manche, die setzen die Steinchen generell einzeln. Das mache ich auch gerne. Aber wenn sie es gut painten lässt, und dann nehme ich auf jeden Fall auch gerne den Mehrfachsetzer. Also ich glaube, ich habe auch mal versucht mit so einem 6er, 9er Aufsetzer oder was 10 auch zu painten. Aber das wird dann unsauber. Also 3er, 4er, das ist gut. Aber der Dreieraufsetzer, das ist so meine erste Wahl. Und ich finde hier bei diesem Vierer-Tool, finde ich das halt auch echt toll, dass man sich halt direkt mehrere Farben rauslegen kann. Und ja, ist einfacher, als wenn ich da ständig nur eine Farbe nehme und dann wieder zurückschütte und dann die nächste Farbe und dann wieder zurückschütten. Ich habe das Gefühl, ich komme so einfach auch schneller vorwärts. Und ich möchte das ja auch beenden. Das ist ja aus einer Kooperation. Ich habe dann auch noch mal eins aus einer Kooperation. Das ist auch ein Gartenbild, auch ein kleineres. Ich meine, das wäre es auch so die Größe. Ja. Also wird einem ja nicht langweilig. Ja, gestern habe ich dann meine aktuelle Klausurarbeit abgeschickt. Das ist jetzt der 15. Studienbrief gewesen. Also wer meine Videos verfolgt, der hat es sicherlich schon mitbekommen, dass ich jetzt im fünften Semester psychologische Beratung studiere als Fernstudium. Und wenn man den 15. Studienbrief eingereicht hat, dann hat man sich qualifiziert, um sein Thema für die Hausarbeit einzureichen. Sobald die Arbeit allerdings eingereicht ist und das Thema genehmigt ist, hat man 6 Wochen Zeit, diese zu schreiben und ebenfalls einzureichen. Und deswegen stelle ich das so ein bisschen nach hinten. Das Thema vom 15. Studienbrief, das war pädagogische Psychologie. Das war auch mega interessant. Und jetzt habe ich begonnen mit dem 16. Studienbrief von 18. Und das ist Arbeits- und Organisationspsychologie, also sprich Mobbing, Stress, Team,
Also alles, was mit Arbeit und dem ganzen Berufsleben zu tun hat. Und wenn ich diesen Studienbrief ebenfalls eingereicht habe, ich veranschlage da mal ja, so 8 bis 10 Wochen maximal, dann habe ich die Zulassung für die Prüfung. Und das wäre ein Riesenmeilenstein, weil ich ja Anfang November meine Prüfung ablegen möchte. Und die setzt sich dann letztendlich zusammen aus den eingereichten Studienbriefen, aus der Hausarbeit, aus der schriftlichen Prüfung. Und ich meine, es gibt auch eine praktische Prüfung, aber ich weiß nicht, wie die bewertet wird. Ob das dann so wie in der Schule so eine Art Epochalnote ist, die dann so einfließt quasi. Ja. Und wenn ich dann im Frühjahr meine Hausarbeit schreibe und nichts dazwischen kommt, ich nicht über den Hund falle und alle soweit gesund bleiben, dann hätte ich meinen Abschluss Mitte 2025. Oh, das wäre toll. Und ich sag's euch, wäre ich 20 Jahre jünger, könnte ich mir auch vorstellen, den kleinen Heilpraktikerschein zu machen, dass ich dann auch als ja den kleinen Psychologieschein hätte, weil du dann noch mehr Möglichkeiten hättest, nicht nur zu beraten, sondern auch zu therapieren. Aber da ich ja schon etwas älter bin, also rein medizinisch immer noch jung, habe ich mir dann gedacht, nee, das dann ist fertig. Dann reicht mir das und ich werde schauen, wie ich das dann integrieren kann in mein berufliches Leben. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mich da jetzt mit einer Praxis selbstständig mache. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht Räumlichkeiten anzumieten oder ja, vielleicht in eine Praxis mit dazu zu gehen und mir da einen Raum, wie gesagt, anzumieten, um dann die psychologische Beratung anbieten zu können. Aber so weit sind wir noch nicht. Das muss ich mir alles auch noch sehr gut überlegen. Wobei ich jetzt auch meine Arbeit in der Schule nicht aufgeben möchte. Das würde ich auf jeden Fall dann weitermachen. Ja, schauen wir mal, wo es so hinführt. Ja, dann habe ich auf YouTube gestern mir ein paar Videos angeguckt. Und da habe ich dann auch festgestellt, wow, es gibt ja so viele Challenges. Wahnsinn. Und ich mache bei keiner einzigen mit. Aber ganz, ganz viel, gell? Boah. Also, toll. Ich habe auch seit meinen 5 Kreuzchen auch nicht mehr gestickt. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte es eher auch ausprobieren, ob es überhaupt noch möglich ist. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es mega anstrengend ist. Und ich will ja gut heilen. Aber es war, wie ihr ja auch so lieb geschrieben habt, auch wichtig für mich. Und ich danke euch für die lieben Kommentare. Ach Gott, ihr seid ja so goldig. So lieb, ja. Und auch erschreckend zu lesen, dass es auch manchen genauso ergangen ist. Ach, ja, so ist das Leben. Es ist halt doch zerbrechlich. Und es läuft halt nicht immer leicht und geradeaus, ne? Das ist halt so. Aber solange man da wieder
gestärkt rauskommt. Und ich bin ja auch ein Mensch, die sich schnell gut anpassen kann. Ja, ist wahrscheinlich auch vonnöten. Anders geht's ja nicht. Anders geht's nicht. Und ich wollte euch so gerne noch etwas zeigen. Also vor lauter verunfallt, habe ich euch gar nicht gezeigt, was ich jetzt muss ich mal gucken, wie ich das sage, was ich an Sticksachen zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Sagen wir es mal so. Dann mache ich mal ganz kurz Pause. Bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, und zwar habe ich von der lieben Sani was ganz Tolles bekommen. Unter anderem, also sie hat mir so ein liebevolles, gestaltetes Geburtstagspaket geschickt. Und bei dem Eingepackten, was ich euch jetzt gleich zeige, hat sie dann geschrieben: Hey, was ist los? Flöcki, ich mache ein Video, da musst du leise sein. Und bei dem letzten, was ich euch jetzt zeige, das, als es eingepackt war, hat sie dann noch geschrieben: Bitte das als letztes auspacken. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was das ist. Ist das nicht cool? Ich habe mich total gefreut. Guckt mal. Schneewittchen, Snow White von Bella Filippina. Ich habe mich so gefreut. Und eigentlich wollte ich es schon so lange mit euch teilen. Und dann kam so viel dazwischen. Also ich weiß, dass ich das sticken werde. Ich weiß noch nicht wann, aber das hat auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall auch Priorität. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich mir in den nächsten Tagen mal die Sachen dazu bestellen werde. Ich weiß, ich habe Kaufstopp, aber ich habe ja noch meinen Joker. Und den werde ich auf jeden Fall nutzen, um mir die Sachen hier für das Set dann zusammenzustellen. Also vielen lieben Dank. Oh, ich freue mich. Ja. Und dann hatte ich mir ja was ausgesucht zum Geburtstag. Das habe ich dann auch gesehen bei eBay und habe das mit meinem Mann besprochen, dass er mir das dann schenkt zu meinem Geburtstag. Und zwar ist das von Riolis und das ist die Camille Monet. Das ist die Frau von Claude Monet. Und ja, sie sitzt da und stickt im Garten. Sie war wohl eine Stickerin und er hat sie porträtiert. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen an. Das ist ein Premium-Set von Zweigart mit Enkergarn. Man sieht auch hier hinten drauf noch, was es noch alles in dieser Reihe gibt. Und ich habe das über eBay für ein Appel und ein Ei. Und wie gesagt, mein Mann hat es mir dann zum Geburtstag geschenkt. So. Das ist hier noch versiegelt. Das heißt, ich werde das jetzt aufschneiden. Mal gucken, wie ich euch das zeigen kann, nur mit einer Hand. Aber das wird schon irgendwie hinhauen. Hauptsache, ihr seht es gut. So, dann nehmen wir das hier mal runter. Oh ja, das ist anderes Garn, als ich es kenne. Und ich muss es wahrscheinlich auch nicht teilen, oder? Das ist richtig Baumwollgarn. Das wird nicht geteilt, oder? Muss ich gleich mal in der Anleitung schauen. Also wunderschöne Farben.
Wow, eine ganze Palette mit Rotbraun. Richtig toll. So. Und was haben wir denn hier noch alles dabei? Da ist auch noch eine schwarz. Die Anleitung, die nehme ich mal raus. Oh ja, da ist die ganze Anleitung ist da auf einer Seite. Mal gucken, ich möchte euch ganz kurz sehen. Da ist es bedruckt und hier, wie man das von Riolis kennt, auch hier nochmal aufgezeichnet, welche Farbkombinationen es dann dazu gibt. Hier ist nochmal die Beschreibung. Ah ja, also hier steht auch drin, dass man die Fäden teilen muss. Das war alles auf. Doch, hier steht es ja. Es gibt zweifädigen Kreuzstich, dreifädig und einfädigen Steppstich. Also dann muss ich das doch, wenn ich das abschneide und dann teilen. Sind normalerweise, sind das 1, 2, 3, ich glaube 6 Fäden oder so. Da muss ich welche teilen. Okay. Dann passt es. Wie gut, dass eine deutsche Anleitung dabei ist. Okay, und hier ist auch nochmal andere Sprachen. Also hier unten ist Deutsch. Genau, da ist teilweise auch noch so ein Viertelstich drin. Die T5. Zweifädiger Dreiviertelkreuzstich. Ah ja, da wird ein halber gemacht und dann noch ein kleines nebendran. Und so wird dann vernäht. Ja, das ist normal. So, und der Stoff an sich... Das scheint ein Aida zu sein. Eine weiße Aida. Sieht aus wie 14 Count. Stimmt es, was ich sage? Vielleicht steht hier noch irgendwas dabei. Auf der Packung. Ja, 14 Count. Mann, sind wir gut. Genau, 14 Count und da ist auch eine Nadel dabei. Sehr schön. Mal gucken. Oh, eine stumpfe Nadel. Oh, die ist aber schön. Die ist aber toll. Eine richtig tolle, stabile, stumpfe Nadel. Prima. Und der Stoff dann dazu. Ja. Also allzu groß wird das Bild nicht, ne? Man denkt so, das wird ein riesen ein Riesenteil, aber von den Maßen her stehen hier irgendwo die Maße. Ja, 24 mal 30. 24 mal 30. Und das Motiv wurde created von Alexandra Gusarova. Wunderschön, oder? Also da freue ich mich auch richtig, richtig drauf. Ach, und wie hier das, oh, wie das Rot hier rausploppt. Also das wird richtig schön. Ich zeige euch nochmal die Farben, weil es so schön war. Also hier ist natürlich auch die Schwarz mit dabei. Die ist auch wunderschön, die Farbe hier, gell? So ein, ich weiß gar nicht, ob das richtig bei euch jetzt durchkommt, die Farbe. So ein Petrol. Oh, das ist ja auch mega schön. Also ganz, ganz tolle Farben. Petrol und natürlich auch Rot, Blau. Oh, mega schön, mega schön. So, das verstecke ich noch hinter die Anleitung. Das lege ich auch hier wieder dazu. Ja, ihr Lieben, dann habe ich euch das mal gezeigt, die zwei Sticksets. Einmal von der lieben Sani, wo ich mir dann auch meinen Bonus sozusagen für dieses Jahr werde ich in die Materialien stecken. Und einmal das, was ich auf eBay gefunden habe, dieses wunderschöne Bild von Claude Monet, von seiner Frau Camille.
Ja, was mir mein Mann dann geschenkt hat zum Geburtstag. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen Freude gebracht. Und ja, hoffe, es geht euch allen gut. Passt gut auf euch auf. Und viel Spaß mit euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.